Die Fridays for Future-Bewegung lebt. Nachdem die Demos Corona-bedingt in den Hintergrund gedrängt wurden, hat die Bewegung ein Lebenszeichen am Amstettner Hauptplatz von sich gegeben. Fridays for Future generell, also Amstetten, die Regionalgruppe, gibt es seit letztem Jahr im Juni. Seit letztem Juni kämpfen wir für mehr Umweltbewusstsein in der Region Amstetten und machen auch dementsprechende Demos und machen auch kleine Treffen, damit wir eben mobilisieren und drüber reden. Für mich bedeutet Fridays for Future einfach Zukunft, vor allem für die jüngere Generation. Und mir ist die Umwelt und die Zukunft der Umwelt nicht wurscht. Und vor allem das, was zurzeit gemacht wird. Es werden zu viele Grünflächen zubetoniert. Das ist einer der Kritikpunkte der Jugend. Friday for Future ist für mich eine Jugendinitiative, die sich endlich für den Klimawandel einsetzt. Und ich unterstütze es deshalb, weil ich es total cool finde, wenn unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich für Politik und Demokratie auch einsetzen und ihre Meinung sagen. Und weil es unbedingt braucht. Und ich möchte es total gern dabei unterstützen und es gingen eh viel zu wenig Erwachsene auch mit. Also seit ich jugendlich war, setze ich mich für Klima ein, für eine Veränderung der Zukunft. Für mich ist es halt eine Organisation, die wirklich was verändern wollen. Der Wille zur Veränderung soll natürlich auch bei Politikern Gehör finden. Unbequemer und regelmäßiger Protest soll auch die Mitmenschen aufrütteln. Für mich ist es halt einfach eine Bewegung, wo junge Leute halt zusammenkommen und eben halt für eine gemeinsame Zukunft eben halt kämpfen und eben ja einfach nicht wollen, dass also einfach auf diesem Planeten, so wie er jetzt ausschaut, nicht mehr leben wollen und einfach sich politisch engagieren wollen und eben halt auch was ändern können. Wie schaut es dann in 30 Jahren aus? Und da bin ich dann erst 45. Schon, dass ich nur ein schönes Leben habe und dass alle anderen Generationen auch nur ein schönes Leben haben. Die Proteste von Fridays for Future gehen weiter.